Schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, dass so viele heute Abend persönlich dabei sind und auch ein herzliches Willkommen an alle, die im Livestream dabei sein werden. Schön, dass Sie es geschafft haben. Einen besonderen Dank und ein besonderes Willkommen auch noch in unser Podium. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden Sie gleich in Ruhe noch vorstellen. Mein Name ist Marcel Wroschinski, ich bin Open Access Beauftragter hier am Institut und zugleich in dieser Kapazität beschäftige ich mich mit der Policy-Arbeit, also vertrete die Anliegen von Open Access am Humboldt-Institut und zugleich halt auch als Projektleiter eines Projektes zur gemeinschaftlichen Finanzierung von Scholar-led Diamond OA im Bereich der Forschung zu Open Access tätig. Was genau das bedeutet, werden wir später sicherlich noch ansprechen. Vielleicht kurz zum Kontext. Open Access und Open Science ist am HIC von Institutsgründung an ein zentrales Thema gewesen. Wir versuchen, wie in vielen anderen Bereichen auch, Forschung und Praxis zu verknüpfen, so eben auch im Bereich Open Access. Im Bereich der Forschung können wir zurückblicken, beispielsweise auf die Entwicklung eines Discovery-Tools für wissenschaftliche Publikationen, das im Projekt DREAM, Digital Research Mining. Daneben haben wir in der Vergangenheit in dem Projekt innovatives Open Access im Bereich Small Sciences die Möglichkeit gehabt, über Publikationstechnologien und Geschäftsmodelle für freies und unabhängiges Publizieren nachzudenken und entsprechend zu publizieren, Vorschläge zu machen. In dem aktuellen Projekt zu Open Access, wie schon erwähnt, Scholar-led Plus, geht es um die gemeinschaftliche Finanzierungsmöglichkeiten für Diamond Scholar-led OA. Das ist nicht ganz so einfach, deswegen werden wir da sicherlich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Praxis, bei uns ein zentrales Thema, ein praktisches Element, dem wohnen Sie quasi bei heute, derartige Podiumsdiskussion. Daneben haben wir ein Peer Review Journal, Internet Policy Review, das Diamond OA publiziert. Wir haben einen Digital Society Blog, wo unterschiedlichste AkteurInnen zu diesen Themen schreiben und nachdenken. Ein Science-Blog dazu noch, Elephant in the Lab. Wir werden noch mehr über Blogs heute Abend diskutieren. Sie merken, das ist ein Thema bei uns und Offenheit heißt in dem Kontext dann auch, dass wir immer mit allen Interessensgruppen ins Gespräch kommen wollen. Es liegt in der Hinsicht nahe, dass wir also eine Podiumsdiskussion ausrichten und freuen uns insbesondere mit dem Open Access Büro Berlin-Brandenburg, dieses Event heute Abend organisieren zu können. Das Thema ist Scholar-led and Community-paid. Bevor wir inhaltlich starten, möchte ich noch einmal kurz allen HelferInnen des Tages danken. So ein Event live auszurichten, ist unter den besonderen Bedingungen nicht ganz einfach. Also toll für den Support. Vielen Dank. Also jetzt zum Kontext. Wie viele von Ihnen und euch wissen, befinden wir uns aktuell in der International Open Access Week. Das Thema ist It Matters How We Open Up Knowledge, Building Structural Equity. Es gibt viele Events. Unser Fokus für den heutigen Abend ist dabei Bibliodiversität beziehungsweise ein spezifisches Segment oder ein spezifisches Teilchen innerhalb dieser Bibliodiversität, nämlich Scholar-led Publishing. Was meint das nun? Wir möchten sozusagen für den heutigen Abend Scholar-led Publishing im weitesten Sinne als ein Publikationsmodell begreifen, das sich dadurch auszeichnet, dass durch die Wissenschaft publiziert wird, dass im Namen der Wissenschaft publiziert wird und im Interesse der Wissenschaft publiziert wird. Wir fassen dabei Wissenschaft ganz bewusst weit und inkludieren nicht nur Forschende an Universitäten, sondern eben auch Bibliotheken, Fachgesellschaften, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und mögliche weitere Stakeholder in diesem weiten Feld. Vielfach meint dabei Scholar-led in diesem Zusammenhang auch gebührenfrei, also ein faires Open-Access-Modell, sogenanntes Diamond OA. Wir haben Beispiele davon schon kennengelernt, Internet Policy Review, der Verfassungsblog, von dem wir heute Abend eine Person zu Gast haben, ist ein weiteres Beispiel für diese Form des Publizierens. Damit wären wir aber auch schon beim Grund für die heutige Podiumsdiskussion. Dieses Segment des Publishing, das Scholar-led Publishing, ist in einer schwierigen Ausgangssituation. Es gibt prekäre Verhältnisse zu beklagen. Wie diverse Studien zeigen oder eben auch das Manifest des Scholar-led Network, die Anwesenden haben es vorliegen heute Abend, lassen sich in dem Zusammenhang quasi drei Kernprobleme identifizieren. Einmal hat Scholar-led Publishing mit unzureichender Finanzierung zu kämpfen. Gegenwärtig ist Förderung oft nur punktuell und projektgebunden. Von langfristiger Förderung ist dieses Segment weitgehend ausgeschlossen.
Ein weiteres Problem ist die fehlende strategische Ausrichtung. Förderung, die es gibt, ist oft dezentral. Sie ist kostenintensiv für alle AkteurInnen. Sie ist projektabhängig und sie ist kurzlebig. Wir konnten im InnoAccess-Projekt im Rahmen einer Studie nachweisen, dass die Förderlandschaft als Flickenteppich aufgestellt ist. Das heißt, es gibt immer nur Förderung von einzelnen AkteurInnen, die eben nicht koordiniert ist. Ein drittes und wesentliches Problem, mit dem Scholarly Publishing zu kämpfen hat, ist die fach- und institutionsübergreifende Verantwortungsdefizit. Das heißt ganz konkret, dass wenn Scholarly Publishing auch meint, dass insbesondere kleine inter- und transdisziplinäre Fachkontexte da einen Ort gefunden haben, dass in vielen Fällen beispielsweise Fachgesellschaften oder auch BibliotheksreferentInnen in der Situation sind, dass sie für diese oft sehr breit und interdisziplinär aufgestellten Projekte eben sich nicht verantwortlich fühlen. Dazu kommt, dass viele Zeitschriften und Projekte in dem Bereich eine oft komplizierte, gewachsene Governance-Struktur aufweisen, die sozusagen ein nachhaltiges Modell des Publizierens erschwert oder verunmöglicht. Es ist nun nicht alles verloren, wie man direkt meinen müsste. Wir können heute Abend und werden sicherlich über diverse praktische Auswege und Elemente diskutieren. Also wie können wir dieses Segment unterstützen? Unser Podium wird dazu an vielen Punkten Input geben. Es gibt aber auch unterschiedliche wissenschaftliche Projekte, die diese Punkte adressieren und versuchen, unser Verständnis von wissenschaftsgeführtem Publizieren in Deutschland wesentlich zu erweitern. Ich möchte zwei aus dieser Vielzahl an Projekten nennen. Viele von Ihnen und euch kennen die Projekte ohnehin, aber zwei sozusagen kurz herausgreifen. Es gibt ein Projekt aktuell, das versucht, mehr Wissen zu Performance, Effizienz und Funktionsweise von Scholarly Journals zu erarbeiten, eine sogenannte Landscape Studies im Projekt Codria. KollegInnen an der Universität Bielefeld sozusagen preschen hier vor und versuchen uns zu sagen, wo quasi mit belastbaren Zahlen zu sagen, wo Mangel tatsächlich besteht und wie wir da eingreifen können. Daneben, es wurde schon erwähnt, versuchen wir im Projekt Scholarly Plus zu forschen, zu entwickeln und umzusetzen, an einem ganz schwierigen Segment, nämlich der gemeinschaftlichen Finanzierungsmodellen. Das ist insbesondere für interdisziplinäre Zusammenhänge kompliziert, vor allem, wenn wir alle Interessensgruppen versuchen, mit einzubinden. Diese Projekte zeigen, dass Publizieren und deren Förderung auch immer eine lokale Angelegenheit ist. Das heißt, dass Policyarbeit und Strategien in Anerkennung der föderalen Struktur und vor Ort mitentwickelt müssen. Wir freuen uns daher, ich hatte es eingangs gesagt, dass wir dieses Event zusammen mit dem Open Access Büro Berlin-Brandenburg organisieren konnten. Das sind nämlich die ExpertInnen für diesen Bereich und ich möchte hiermit an Maike Neufendt überleiten, die für das Open Access Büro Berlin einige Worte sagen wird zu diesem sozusagen Zusammenhang. Herzlichen Dank von meiner Seite und viel Spaß bei der Veranstaltung. Ja, vielen Dank, Marcel, für die Überleitung. Wir sind nur das Open Access Büro Berlin. Die Brandenburger haben ein eigenes zweites Büro, aber wir arbeiten sehr eng zusammen, von daher ist das okay. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu dieser Veranstaltung heute. Als Open Access Büro freuen wir uns sehr, dass wir die mit ausrichten können. Das Büro selbst gibt es jetzt seit 2015 und damals ist es entstanden zusammen mit der Open Access Strategie für Berlin. Seit 2019 arbeiten wir jetzt an einer Weiterentwicklung dieser Strategie, unter anderem um eben die Handlungsfelder Forschungsdaten, Kulturdaten und Publikation mit neuen Schwerpunkten auch zu erweitern. Und dazu gehört zum Beispiel auch Bibliodiversität strategisch zu verankern in Berlin. Wir haben diesen Prozess begonnen, indem wir eine Empfehlung zu einer Landesstrategie vorgelegt haben im Jahr 2020. Und Ende letzten Jahres eben auch mit einem Projekt diesen partizipativen Prozess gestartet. Damals, ebenso wie heute, war quasi die Open Access Week inspirierend für uns. Auch damals stand sie unter dem Motto Structural Equity. Und wir haben das genutzt, um eine Online-Konsultation durchzuführen, um die vielen Bedeutungen von Offenheit für die Berliner Open Access Community näher bestimmen zu können. Und wir haben unter anderem 16 Kategorien von Open Science Praktiken aufgezählt, die die Befragten in verschiedene Ordnung bringen mussten. Und von diesen Kategorien sind vielleicht zwei auch für die heutige Veranstaltung von Bedeutung.
Einmal die offene Bereitstellung von diversen Formen an Wissen und Kultur unter den Stichworten Bibliodiversität, Multilingualität, aber eben auch Dekolonisierung von Wissen. Und zum Zweiten auch der kollektive Zugang zu und die Teilhabe an Ressourcen wie Quellen, Quellcodes, Wissen, aber auch Kulturgüter unter Stichworten wie Commons oder auch Commoning-Praktiken. Und interessant ist das Ergebnis dieser Konsultation insofern, als dass die Befragten eben diese zwei Praktiken auch mit Bedeutung versehen haben. Denn die Commoning-Praktiken sind sogar an vierter Stelle als relevant benannt worden, von 16 sozusagen. Und auch von über der Hälfte der Befragten als eine Praktik benannt worden, die bereits umgesetzt wird. Ebenso die Praktiken zur Bibliodiversität, die bereits an siebter Stelle genannt wurden. Und für uns zeigt das, dass eben Open Access Praktiken und Handlungsfelder die Bibliodiversität beinhalten, aber auch eine nicht kommerzielle Ausrichtung und Offenheit im politischen Sinne zur Diskussion über die Open Access Transformation dazugehören. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass man eben auch nach diesen Praktiken überhaupt erst fragen muss, um sie sichtbar zu machen. Und auch deshalb freuen wir uns umso mehr über die Diskussion heute Abend. In Bezug auf die Länderstrategie für Berlin ist es besonders interessant, dass die im Manifest geforderten Inhalte im Zuge der neulich verabschiedeten Berliner Hochschulgesetzgebung umso drängender verhandelt werden müssen. Zum Beispiel stellt sich die Frage, wie das Open Access Monitoring weiterentwickelt werden kann, wie wir diverse Formate wie zum Beispiel Open Access Bücher mit einbeziehen können, aber auch Open Access Indikatoren für die Berufungs- und Einstellungsverfahren werden in Zukunft bestimmt werden müssen. Und ob scholar-led Praktiken da eine Rolle spielen, steht eben zur Diskussion. Man kann sagen, dass für uns die Zukunft einer nachhaltigen Open Access Transformation auf jeden Fall scholar-led Praktiken besser finanzieren und auch besser infrastrukturell verankern muss. Und deshalb sind wir sehr froh, heute bei dieser Veranstaltung dabei zu sein und das Ganze mit auszurichten und auch so ein tolles Podium zu haben. Und da möchte ich ganz herzlich begrüßen Herrn Jürgen Christoph, der Direktor der Universitätsbibliothek der TU Berlin, Evinda Kilic, sie ist Redakteurin im Verfassungsblog und gleichzeitig Projektleitung für das Projekt Offener Zugang zu öffentlichem Recht. Und auch herzlich begrüßen möchte ich Lars Rinsdorf, der unter anderem Vorsitzender der Gesellschaft für Publikation und Kommunikationswissenschaft ist. Und damit möchte ich jetzt überleiten zur Christina Riesenweber von der Universitätsbibliothek der FU Berlin, die uns dankenswerterweise durch diesen Abend moderieren wird. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Maike und Marcel, für diese einführenden Worte. Willkommen hier auf dem Podium, Jürgen Christoph, Lars Rinsdorf und Evin Dalkilic. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt ungefähr eine Stunde Zeit haben, über das Thema Scholar-led Publishing zu sprechen. Und der zweite Teil des Titels sagt es schon, Community Paid, Fragezeichen. Wie immer, wenn es um Openness geht, werden wir sehr viel über Geld sprechen, weil das in vieler Weise ja die Krux ist. Ich würde gerne anfangen, ein bisschen den Begriff Bibliodiversität anzuschauen, der jetzt auch in der Einführung ein paar Mal gefallen ist. Bibliodiversität meint in diesem Verständnis ja eine Vielfalt der Publikationskulturen und eine Vielfalt der Publikationsorte, also dass wir verschieden große und kleine Verlage brauchen, dass wir verschieden organisierte Organisations- und auch Geschäftsmodelle brauchen, um das machen zu können, und eben eine Vielfalt, wovon scholar-led eine Form ist. Und Herr Rinsdorf, ich würde gerne bei Ihnen anfangen, als Vertreter aus der Publizistik und Kommunikationswissenschaft und eben auch als Vertreter einer Fachgesellschaft. Was sind denn im Moment die dominanten Modelle, in denen publiziert wird, und was ist für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtig, wenn wir jetzt erstmal auf den Mainstream gucken, von dem wir dann vielleicht das scholar-led Publishing ausdifferenzieren können? Ja, der Mainstream ist uns allen gut bekannt. Das sind natürlich Fachzeitschriften, die von den alten, neuen Playern sozusagen herausgegeben werden, die natürlich in der Lage waren, im globalen Maßstab auch
vor allen Dingen jetzt inzwischen wissenschaftliche Daten sozusagen über Publikationen zu sammeln und mittelfristig auch zu verwerten und denen es gelungen ist, sozusagen auch ganz wichtige Reputationsmechanismen, wie zum Beispiel Publikationsindizes sozusagen auch damit zu verarbeiten. Und das ist, glaube ich, letztendlich die Art von Publikation, die wissenschaftlich publizieren, nicht nur in der Kommunikationswissenschaft dominiert. Und die macht es natürlich auch schwer, sozusagen Vielfalt drumherum zu entwickeln, weil natürlich am Ende wir auf das Thema Reputation kommen. Wir sind am Ende bei Berufungsverfahren, all den Dingen, die WissenschaftlerInnen sozusagen dann natürlich auch beim Publizieren immer im Kopf haben. Und diese, ich glaube, wir werden bei Scholar-led Publications immer darüber sprechen können, wie wird Reputation hergestellt und wie können wir Reputation zuschreiben und wie können wir auch Praktiken innerhalb der Wissenschaft verändern, die sozusagen da auch was von diesen etablierten verlagsgetriebenen, also globalen verlagsgetriebenen Publikationen weg in andere vielfältigere Felder leiten können. Das ist, finde ich, für mich so die Kernherausforderung, wenn wir über Scholar-led Publishing sprechen. Es ist ja so, dass bei den etablierten Verlagen und bei den großen Zeitschriften, die Jahrzehnte Zeit hatten, manchmal auch nur wenige Jahrzehnte Reputation aufzubauen, es ja bereits so ist, dass die WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler eine große Rolle spielen. Also ohne sie wäre das natürlich nicht möglich. Was wäre denn der Unterschied zwischen einer Zeitschriftenkultur, in der die WissenschaftlerInnen mitwirken als AutorInnen, aber vor allem eben als GutachterInnen, die die eigentlichen Qualitätssicherungsprozesse sicherstellen, im Gegensatz zu Scholar-led. Was ist da die Vision, die Sie sehen, wo wir hinkommen könnten? Also die Vision wäre natürlich, können wir letztendlich als Fach oder auch als Gesamtcommunity finden wir sozusagen Scholar-led-Formate, die besser zur Wissenschaft passen. Also ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass der Weg nur dahin führt, dass wir die Freiheiten, die wir bei Scholar-led haben, weil wir Dinge ausprobieren können, jenseits großer quasi Organisationen, dass wir da Angebote machen können, wo eine Community sagt, das ist neu, das gibt's noch nicht, das können wir verändern. Also wenn ich in einen Bereich gucke, wie beispielsweise Forschungssoftware, wo wir darüber nachdenken, es muss neue Publikationsformen dafür geben, wenn ich jetzt quasi einen neuen Code geschrieben habe für eine ganz bestimmte wissenschaftliche Fragestellung. Und wenn wir solche neuen und quasi dynamischen Felder sehen und mit Scholar-led besetzen können und dann auch zeigen können, da existieren interessante Formate und auch Strukturen jenseits der etablierten kommerziellen Strukturen. Ich glaube, dass das der Schlüssel dafür ist, da auch eine Publikationskultur zu verändern und auch diese Praktiken zu verändern, die natürlich am Ende für die Community passen müssen. Also man geht ja nicht in einen Scholar-led Journal rein, weil man sagt, das finde ich jetzt so toll, dass es nicht kommerziell ist. Und am Ende muss das ja sozusagen meine Wissenschaft irgendwie voranbringen. Ja, das ist natürlich schon der erste Haken. Es soll meine Wissenschaft voranbringen und die Frage nach den ökonomischen Bedingungen stellt sich natürlich im Alltag einer Wissenschaftlerin, eines Wissenschaftlers nicht unbedingt die ganze Zeit. Sie haben jetzt im Rahmen der DGPUK bei mehreren Zeitschriften so einen Transformationsprozess zumindest zu mehr Openness hin begleitet. Inwiefern war da auch ein Weg zu Scholar-led mit dabei? Also haben Sie sozusagen diese Erfahrung schon gemacht, sich von einem großen Verlag zu trennen? Oder wie ist das gelaufen? Also wir haben in der Tat, wir haben ganz verschiedene Modelle. Wir haben natürlich einerseits, also was uns gelungen ist, wo wir auch sehr froh darüber sind, dass alle Journals, die wir als Fachgesellschaft mitfinanzieren, tatsächlich jetzt Open Access sind. Das war ein längerer Prozess. Uns hat sehr geholfen, sozusagen, dass wir in einer Verlagskooperation von vornherein Open Access gestartet sind und damit natürlich auch andere Player quasi auch unter Druck gesetzt haben. Das finde ich, glaube ich, eine wichtige Strategie, dass man Dinge ausprobiert, dass man Alternativen aufzeigt und dann auch dafür wirbt. Wir haben jetzt Modelle, wo wir einerseits quasi großer Player sind in so einer Art Crowdfunding-Aktion, wo wir aber sozusagen noch den Verlag an Bord haben bei der Medienkommunikationswissenschaft, bei der SCM, die wir ja aus der Fachgesellschaft initiiert haben, haben wir immer noch einen Verlag als Dienstleister quasi für die eigentlichen Produktionsaufgaben. Alles andere machen wir schon selber und wir haben ein drittes Format, Proceedings, die wir tatsächlich jetzt seit 2-3 Jahren komplett in Eigenregie aufgesetzt haben. Und für uns war da eben immer wichtig, dass wir da Nischen gefunden haben, wo es passt. Also diese Proceedings, die wir mit ganz, ganz wenig Aufwand machen, das ist einfach eine gute Quelle für unsere kleineren Fachgruppentagungen, wo wir da auch einfach Publikationen brauchen, wo wir auch sagen, wenn das kommt in eine SCM oder sowas nicht so fix rein. Und das ist ein Beispiel dafür, glaube ich, wie wenn man
sowas quasi in einer Nische entwickelt, dann Erfahrung damit sammelt, dass man das dann auch skalieren kann mit anderen Fachgesellschaften zusammen oder auch vielleicht in der eigenen Fachgesellschaft. Ja, das sind schon mal ein paar erste Wege. Wir haben, Maike hat das eben erwähnt, Praktiken, was kann man konkret machen, ist was Wichtiges. Mit einer Fachgesellschaft im Rücken haben Sie da natürlich auch eine Organisation, die auch finanzielle Ressourcen bereitstellen kann, oder? Ja, das ist richtig. Also wenn ich mir unseren Etat anschaue, also ein weiter Teil unserer Mitgliedsbeiträge geben wir zur Sicherung von Forschungsinfrastruktur aus. Und ich glaube, da sind wir jetzt kulturell für uns in den letzten Jahren auch einen großen Schritt weitergekommen, weil wir eben nicht mehr sagen, es geht irgendwie um ein Verbandsabo von einer Zeitschrift, sondern wir sagen, irgendwie, wir konnten die Leute davon überzeugen, dass wir sagen, wir brauchen eine Infrastruktur, wo junge WissenschaftlerInnen, wo gestandene WissenschaftlerInnen publizieren können, wo wir irgendwie jetzt in der Diskussion mehr sind, wenn wir neue Publikationsformate haben, was sind denn dafür dann auch die richtigen Publikationsorte? Und das ist, glaube ich, eine gute Diskussion. Das ist vom Mindset, glaube ich, wichtig, dass man nicht mehr über die Zeitschrift spricht, die man irgendwie als Abo mitfinanziert, sondern dass man anfängt, über Infrastruktur zu sprechen. Und ich glaube, das wird auch wichtiger, weil sich ja das Thema Publizieren, das Thema Repositories, das Thema Zugriff auf Daten auch zunehmend quasi überlagert und vermischt. Und ich glaube, da muss eine Fachgesellschaft auch dementsprechend ganzheitlicher unterwegs sein. Ja, von den Erfahrungen, die ich bislang mit Fachgesellschaften gemacht habe, scheint mir das relativ progressiv. Es gibt ja durchaus auch welche, wo das Festhalten nicht nur am nicht offenen, sondern auch am gedruckten so stark ist, dass das sehr schwierig ist. Insofern herzlichen Glückwunsch, dass Sie da in der Fachcommunity sind, bei der das so gut funktioniert. Ich würde gerne noch mal ein bisschen anschauen, welche anderen Publikationsformate außer den Zeitschriften es noch gibt. Und da sind Sie, Frau Dajkilic, natürlich hier eine gute Ansprechpartnerin. Sie stammen aus einem Fach, was notorisch Open Access Averse ist, aus den Rechtswissenschaften, und sind dort mit dem Verfassungsblog an einem offenen Projekt beteiligt, was gleich mehrere Pionierfunktionen erfüllt. Also nicht nur versuchen Sie, Inhalte im Kontext der Rechtswissenschaft offen zugänglich zu machen, Sie versuchen auch noch, den Bogen der Wissenschaftskommunikation zwischen Wissenschaft und Politik und Journalismus zu schlagen. Wie kommt denn das in der juristischen Community an? Ziemlich gut. Also schönerweise tatsächlich. Also den Blog gibt es schon seit einer Weile, seit 12 Jahren jetzt gegründet. Hat den Max Steinbeiß, der selbst sowohl Jurist als auch Journalist ist. Was vermutlich auch bis zum gewissen Grad erklärt, eben diese Pionierstellung, die der Blog hat, der sich eben nicht direkt aus der Wissenschaft heraus gegründet hat, aber schnell sich auf eine Art und Weise entwickelt hat, die die Wissenschaft in den Mittelpunkt gestellt hat, eben indem das Format darauf setzt, dass tatsächlich Expertinnen, also WissenschaftlerInnen, ihre Expertise zur Verfügung stellen, sowohl ihrer eigenen Community als auch der allgemeinen Öffentlichkeit. Und das Verfassungsrecht bietet sich dafür natürlich sehr gut an, weil viele Themen sind natürlich Themen, die auch jeden Tag in der Zeitung stehen. Das heißt, insofern konnte das, denke ich, auch eine gute Zugkraft entwickeln, da das Dinge sind, über die sowieso die Republik redet, beziehungsweise Europa oder auch die Welt. Wir publizieren ja nicht nur auf Deutsch, sondern eben auch auf Englisch, und unsere Themen sind nicht nur deutsches Verfassungsrecht, sondern das auch auf einer globalen Ebene. Herr Rinsdorf hatte eben ja schon mal das Thema Reputation und Renommee angesprochen. Wie gliedert sich denn jetzt spezifisch der Verfassungsblog auf Ihrem Lebenslauf ein? Wenn jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Verfassungsblog publizieren, ist das was in der Community schon so anerkannt ist, dass es da zwischen anderen begutachteten Publikationen steht? Der Blog ist ja auch begutachtet. Es gibt Peer-Review-Verfahren. Das ist nicht einfach, jemand denkt sich Sonntagabend was aus und haut das Montag irgendwie auf eine Webseite. Wie ist das in der Community angekommen? Genau, also es ist eben so, dass wir Verfahren haben, um die Qualität zu sichern, sowohl intern als auch mit WissenschaftlerInnen, die uns wiederum anbieten, eben die Texte zu bewerten und zu beurteilen und diese Review durchzuführen. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen, die sind unterschiedlich. Also mittlerweile ist es merkt man schon, oder was wir häufig zurückgespielt bekommen, dass es für viele tatsächlich auch, dass sie selber es positiv bewerten und dass es auch in ihrem wissenschaftlichen Umfeld positiv bewertet wird, wenn sie auf dem Verfassungsblog publizieren können.
Andererseits im Berufungsverfahren ist es aber auch, bekommen wir auch die Rückmeldung, dass da teilweise kritisch drauf geschaut wird und das eben nicht als vollwertige Publikation wahrgenommen wird, obwohl wir da seitens der WissenschaftlerInnen auch immer wieder kommuniziert bekommen, dass es tatsächlich auch eine Schwierigkeit natürlich ist, einen Sachverhalt einzuordnen schnell, denn wir sind ein schnelles Medium, wir reagieren schnell, also nutzen dieses Blogformat und dieses digitale Format, eben auch tatsächlich tagesaktuell reagieren zu können und die Dinge eben in der Kürze und in einer einfachen Sprache auf den Punkt bringen zu können, sodass es natürlich nicht eine wissenschaftliche Tiefe hat, aber natürlich eine tiefe wissenschaftliche Expertise erfordert, die dahinter steht. Und insofern ist meine Wahrnehmung, dass da das Annehmen seitens der Wissenschaft geteilt ist, wie das eben immer so ist, aber es durchaus auch viel Wohlwollen existiert. Und kann man diese Linien beschreiben, also diese Teilung, geht die durch Generationen, geht die durch Fachsegmente, geht die durch methodische Schulen? Kann man da irgendwo sagen, wo eher die Befürworter und wo vielleicht eher die GegnerInnen sind? Das kann ich so nicht bestätigen. Also was wir schon, also das Gefühl, das ich schon habe, ist, dass es natürlich eine Generationenfrage ist, aber nicht so unbedingt, also nicht ausschließlich, sagen wir mal so. Es gibt natürlich immer auf allen Ebenen Leute, die stärker verhaftet sind, eben den traditionellen Strukturen und den traditionellen Mechanismen und Publikationsmedien. Aber also ich würde sagen, wenn sich eine Linie festmachen lässt, dann vermutlich am ehesten noch so eine der Generationen. Sie haben ja in dem Projekt öffentlicher Zugang zu öffentlichem Recht tatsächlich auch nochmal richtig erforscht oder sind gerade dabei zu erforschen, wo genau diese Skepsis eigentlich lokalisiert ist und wie die aussieht. Können Sie da schon erste Ergebnisse mit uns teilen? Woran hakt das? Warum sind nicht alle von diesen ja unzweifelhaft moralisch, gesellschaftlich positiven Werten begeistert und machen mit? Ja, also ich möchte da gar nicht so sehr, also diese Studie führt ein Kollege von mir durch im Rahmen des Projekts, der da viel mehr drin ist, deswegen möchte ich da nicht vorgreifen oder was Falsches sagen, aber soweit ich das von ihm auch kommuniziert bekomme, ist das, ist die Frage, ob es tatsächlich eine Skepsis gibt oder ob nicht viel auch einfach sich nicht damit beschäftigt wird, weil sich diese Fragen nicht stellen in der Rechtswissenschaft bislang in diesem Maße, wie sie es halt in anderen Wissenschaftsdisziplinen unter Umständen tun und das eben ein traditionell gewachsenes System ist, das bislang noch einigermaßen, also relativ gut funktioniert. Und hinzu kommt, dass in der Rechtswissenschaft wir noch die Besonderheit auch haben, dass viel publiziert wird, was nicht im strengen Sinne wissenschaftliche Publikationen sind, und dass eben der Bedarf seitens der Praxis natürlich auch so enorm ist. Also, dass insofern die Verlage natürlich auch noch eine ganz andere Stellung haben und haben können, weil eben Publikationen von WissenschaftlerInnen, aber auch von PraktikerInnen geschrieben und konsumiert werden und werden müssen und insofern da auch einfach Nachfrage besteht. Ich habe gesehen, dass es in dem Projekt auch unter anderem darum geht oder gehen wird, sich damit auseinanderzusetzen, was Bibliotheken eigentlich brauchen. Sind Sie da schon einen Schritt weiter in dem Dialog zum Thema Openness und Bibliotheken? Also einen kleinen Schritt. Wir sind gerade dabei, die Antworten, die wir da bekommen haben, also da ein bisschen nachzuhaken, aber auch auszuwerten. Was wir bislang festgestellt haben, ist, dass eigentlich die Grundbedürfnisse sozusagen von Bibliotheken eigentlich ziemlich niedrigschwellig sind. Also das, was wirklich benötigt wird, um eingebunden werden zu können, um auffindbar zu sein, um archiviert werden zu können, das scheint relativ simpel zu sein. Wo wir jetzt noch genauer reingehen müssen, ist, was denn wünschenswert wäre, was schön wäre tatsächlich für Bibliotheken noch zusätzlich zu haben und was vielleicht für uns auch hilfreich und nützlich wäre, einfach um die Auffindbarkeit noch zu verbessern und auch die Auffindbarkeit eben in wissenschaftlichen Katalogen noch weiter zu verbessern. Da gehen wir jetzt noch rein, aber von den Grundvoraussetzungen war jetzt mein erster Eindruck, dass das doch relativ niedrigschwellig ist und
haben in Gesprächen viel gehört von Metadaten und dann stellt sich für uns natürlich die Frage, welche Metadaten, aber so schlimm wie jemand, der eben nicht aus der Bibliothekswelt kommt und sich nicht eben, oder aus der Verlagswelt und sich damit beschäftigt, also scheint sich nicht zu bestätigen, dass das unüberwindbar wäre. Ja, also da geht es dann vor allem um sowas wie Schlagworte, Datenstrukturen etc., Verankerung in Datenbanken und Indizes, damit die Publikationen auch aufgefunden werden können. Genau. Ja, also es geht nicht darum, wie sie Geld von den Bibliotheken kriegen können. Das ist schon auch Teil zu erfahren, was notwendig ist, um tatsächlich Open Access Publikationen und dann auch eben so ein Format wie den Blog finanzieren zu können, weil sich für uns zu Beginn auch die Frage gestellt hat, inwiefern wir uns überhaupt in diese Publikationslandschaft einpassen lassen oder inwiefern Bibliotheken uns wahrnehmen als Publikationen, die förderungsfähig sind überhaupt. Und genau, also da haben wir bislang, also hat sich jetzt gezeigt, dass diese Skepsis uns gegenüber, obwohl wir Blog heißen, auch wenn wir es vielleicht nicht das sind, was dieser Name evoziert, dass die so stark ausgeprägt nicht ist, wie wir es befürchtet hatten, aber auch nicht existent. Aber die Förderung jetzt zum Beispiel für einen Verfassungsblog, die wäre aber jetzt nicht irgendwie artikelweise, sondern tatsächlich für die gesamte Unternehmung sozusagen? Also der Ansatz, den wir jetzt verfolgen, ist, dass wir im Prinzip planen gewisse Anzahlen von Publikationen, weil so wie wir das wahrgenommen haben und wie wir das kommuniziert bekommen, ist, dass Bibliotheken Inhalte einkaufen und eben keine Strukturen fördern. Also das sind die Rückmeldungen, die wir bislang bekommen haben. Und insofern haben wir das entsprechend dann formuliert, um das an die Bibliotheken herantragen zu können. Das ist jetzt die Steilvorlage für Herrn Christoph. Aha, als Bibliothek kaufen Sie Inhalte, aber fördern keine Strukturen. Ich weiß, ich arbeite selber in einer Bibliothek, ich bin also ein bisschen parteiisch, dass das nicht immer ganz so ist. Aber wie sehen Sie das im Moment, Herr Christoph? Was kann der Beitrag der Bibliotheken zur Bibliodiversität sein? Und mit Verlaub, warum werfen wir diesen riesigen Verlagen immer noch so viel Geld in den Rachen? Die letzte Frage ist die schwierigste. Die können wir auch zur Seite stellen. Ich glaube, die müssen wir am Anfang ein bisschen zur Seite stellen, weil wir sonst sehr schnell in die traditionelle Debatte rund um Deal und Co. und diese Fragestellungen kommen. Und wir wollen ja den Schwerpunkt vielleicht am Anfang der Diskussion noch etwas mehr auf das lenken, was Bibliotheken außerhalb dessen, dass sie Geld überweisen können und Inhalte einkaufen, was natürlich unser Kerngeschäft seit Jahrhunderten ist, aber was wir außerhalb dessen zu leisten imstande sind. Und da gibt es eben eine Menge, denn Bibliotheken haben sich als leistungsstarke Forschungsinfrastrukturanbieter in den letzten Jahren positioniert. Und das ist ein neues Geschäftsfeld. Das ist, würde ich sagen, erst so in den letzten 10 bis 15 Jahren hat das einen enormen Aufschwung erlebt. Und warum sind Bibliotheken der prädestinierte Ort auf dem Campus, wo so etwas idealerweise angesiedelt sein sollte? Weil sie per se als Infrastruktur auf Nachhaltigkeit angelegt sind. Die Bibliothek ist ein Ort, den gibt es heute, den gibt es morgen und den wird es übermorgen geben. Und aus diesem Kontext heraus ist es ein kluger Weg, Bibliotheken auf der einen Seite in die Lage zu versetzen, dass sie Publikationsinfrastrukturen anbieten und hier für die Wissenschaftlerinnen der eigenen, vielleicht auch über die eigene Einrichtung hinaus, als Dienstleistungsanbieter auftreten. Auf der anderen Seite ist es auch notwendig, die Perspektive auf das von mir manchmal etwas despektierlich als Projektgeschäft gekennzeichnete Verfahren, dass man Drittmittel einwirbt, um Dinge auf den Weg zu bringen, um Infrastrukturen zu etablieren, die, und dafür gibt es viele empirische Beispiele, dann keine
keine nachhaltige Lebensdauer erfahren, sondern kommen und gehen. Und das ist natürlich genau nicht der Ansatz, den insbesondere die Wissenschaftlerinnen erwarten, sondern die erwarten eine stabile Infrastruktur, auf der sie als sozusagen Publizierende einen seriösen Partner an ihrer Seite finden. Und das ist etwas, da können Bibliotheken eine große Rolle spielen. Das tun sie heute schon. Und da sehe ich auch nochmal einen enormen Markt, dass diese seriös betriebenen sehr kostengünstig, weil für eine große Menge auch an Personen ausgerichtete Strukturen dann betrieben werden können. Und wenn wir in dem Bereich uns weiterentwickeln, dann ist für alle Beteiligten im Publikationsprozess etwas gewonnen, auch für die Fachgesellschaften, auch für etwas wie das Verfassungsblock. Das sind alles Orte, wo auch IT-Infrastrukturen gehostet, betrieben, finanziert werden müssen. Da sind Bibliotheken ein leistungsstarker Partner. Wir sind jetzt sehr im Abstrakten geblieben. Können Sie vielleicht noch ein bisschen konkreter sagen, wie solche Infrastrukturen bislang ausgesehen haben und im Moment aussehen, die schon von Bibliotheken unterstützt oder gefördert werden, die eben auch Scholar-Led Publishing ermöglichen, damit wir ein bisschen ein plasterisches Bild haben, neben jetzt den Zeitschriften der Fachgesellschaften und dem Verfassungsblock zum Beispiel. Was können wir uns da vorstellen, was an Bibliotheken passiert? Na, ein traditionelles Handlungsfeld, muss man mittlerweile sagen, von Bibliotheken ist der Repositoriumsbetrieb. Das heißt, das ist eine Plattform mit unterschiedlichen Open-Source-Software-Lösungen in der Regel betrieben, auf der in einer sehr strukturierten Art und Weise wissenschaftliche Ergebnisse dauerhaft abgespeichert, archiviert, zitierfähig, rezipiert werden können. All das, was die Kernkompetenz von Bibliotheken ausmacht, also das eben angesprochene Metadatenthema, maschinelle Lesbarkeit von Informationen, der Nachweis, Dinge zugänglich zu machen, dauerhaft zugänglich zu machen, nicht heute sichtbar, aber in 3 Monaten nur noch schwierig sichtbar und in 3 Jahren nicht mehr sichtbar, sondern dauerhaft, stabil, verlässlich sichtbar zu machen. Das sind Dinge, die wir heute tun. Und da gibt es viele prominente Beispiele, dass Universitätsbibliotheken solche Repositorien aufgesetzt und eben sehr erfolgreich betreiben und nach einigen, denke ich, Anfangsschwierigkeiten heute im Erfolgsfall auch bei den Wissenschaftlerinnen der eigenen Einrichtung als allererster Ansprechpartner dienen, wenn es darum geht, wissenschaftliche Ergebnisse, unter anderem auch Forschungsdaten zum Beispiel, dann ablegen zu können. Das ist eine Stärke und ich denke, in diese Richtung, da müssen wir weiter arbeiten und noch noch eine Schippe drauflegen, um in dem Bereich noch besser zu werden und natürlich auch die Forscherinnen und Forscher der eigenen Einrichtung von der Sinnhaftigkeit des Nutzens einer solchen Infrastruktur zu überzeugen. Das ist ein großartiger nächster Punkt. Wir wollen noch eine Schippe drauflegen. Was auf dieser Schippe liegt, ist idealerweise große Mengen Geld, mit denen wir große Mengen an hochqualifiziertem Personal engagieren können, um diese Infrastrukturen zu betreiben. In der Regel sind, insbesondere wenn wir Open-Source-Technologien verwenden, die Betriebskosten auf der Sachmittelseite gar nicht so hoch, sondern wir brauchen Leute, die das machen. Wen? Das ist jetzt die wichtige nächste Frage hier für unsere Runde. Wen müssen wir denn ins Boot kriegen? Wen müssen wir sozusagen überzeugen? Und wovon müssen wir uns vielleicht gegenseitig auch noch überzeugen, um diese Extraschippe drauf zu kriegen? Denn im Moment ist es ja nicht so, dass wir uns jetzt eben mal 2 Dutzend Leute holen können, um unser Repositorium so aufzubauen, dass wir da Zeitschriften hosten, einen großen Verlag machen können, dass wir die Blogs unterstützen können, etc. Wo hakt das denn, dass wir diese Infrastruktur nicht längst haben können? Also ich würde sagen, einen Teil dieser Infrastruktur haben wir. Das ist genau die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, die ich versucht habe, ein bisschen anzureißen. Aber ja, der Wandel ist ein mühsamer. Und das hat zum Beispiel in einer Universitätsbibliothek wie der meinen, der TU Berlin, auch praktische Hintergründe. Es ist eben nicht möglich, innerhalb von ganz kurzer Zeit einen Großteil
Großteil der knappen Ressourcen, der immer knappen Ressourcen, umzuwidmen und bestimmte Geschäftsfelder in ihrer Bedeutung einzudampfen, um Ressourcen in andere Bereiche umzulenken. Das heißt aber nicht, dass das nicht möglich ist, sondern das ist eines der berühmten dicken Bretter, das gebohrt werden muss, dass man erkennt auf der Ebene der Leitung der Bibliotheken, aber vor allem auf der Ebene der Leitungen der Hochschulen, dass hier Infrastrukturen aufgebaut werden und auch finanziert werden, nachhaltig finanziert werden müssen, die zum Wohle aller Beteiligten entwickelt und betrieben werden müssen. Und diesen Ansatz, dass man die Mehrwerte erfahrbar macht, vor allem für Hochschulleitungen, dass es nicht abstrakt bleibt, sondern dass man mit konkreten Beispielen aufwarten kann, um zu zeigen, ja, hier ist das Geld gut und sinnvoll investiert. Hier werden Infrastrukturen nicht aufgebaut, die von 3-4 Leuten dann nur in Anspruch genommen werden, sondern die auf eine große Nachfrage dann auch treffen. Da müssen wir den Beweis antreten. Und das ist kein einfaches Geschäft. Aber ich glaube, dass es möglich ist und dass man aufsetzend auf den bisherigen Erfolgsstories durchaus etwas selbstbewusster jetzt mittlerweile auch agieren kann. Wir versuchen jetzt gerade, Sie wissen es, weil Sie selbst beteiligt sind in Berlin, mit Berlin University's Publishing einen neuen Schub in die ganze Thematik zu bringen. Und das machen wir deswegen, weil wir jetzt auch mutiger geworden sind, weil wir mit mehr einem anderen Anspruch an die Sache rangehen können. Und ich glaube, das lässt mich auch sehr positiv von jetzt in die Zukunft blicken, dass die Bibliotheken diese Anfangsschwierigkeit, sich in dieser neuen Rolle als Infrastrukturdienstleister zu etablieren, da ist ein Schritt gegangen. Und jetzt sozusagen kommt der nächste Schritt. Jetzt können wir auch mal so vermessend sein und sagen, wir übernehmen auch traditionelles Verlagsgeschäft. Wir sind dazu technisch, aber auch organisatorisch, inhaltlich, fachlich in der Lage, solche Themen angehen zu können. Und da liegt sozusagen ein ganz wichtiges Element, das wir für die nahe Zukunft angehen können und müssen. Ja, Herr Rinsdorf, da regte sich jetzt Widerspruch, Zuspruch. Ich konnte es nicht ganz identifizieren. Wie sehen Sie das? Gerade bei der Frage, wer jetzt eigentlich wen überzeugen muss. Herr Christoph, Sie haben jetzt von den Hochschulleitungen gesprochen. Sie haben aber auch gesagt, wir müssen die WissenschaftlerInnen vom Nutzen unserer Infrastrukturen überzeugen, was ja das Gegenteil von Scholar-led wäre. Das wäre dann ja irgendwie Library-led. Herr Rinsdorf, wie schauen Sie auf diese Gemengelage? Also ich habe da gerade sehr wohlwollend zugehört, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir über Forschungsinfrastrukturen reden, immer auf der einen Seite über Größenvorteile reden, wenn wir sozusagen das knappe Geld am besten einsetzen wollen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir sozusagen auf Insellösungen gucken und irgendwie Dinge, die letztendlich jedes Fach gleich braucht, dass man da anstrebt, dass man das einmal richtig gut macht. Das finde ich total wichtig. Das heißt natürlich strategisch betrachtet, wo kann man auch im öffentlichen Kontext Leute identifizieren, die nötigen Kompetenzen haben und diese nötigen Kompetenzen auch weiter verbessern können. Also sind man einmal quasi Größeneffekte klar im digitalen Markt, aber auch sozusagen Exzellenzeffekte, Economies of Scope, also dass ich einfach das Wissen habe, nicht jeden Fehler nochmal machen muss. Das halte ich für strategisch super wichtig und da finde ich, sind Bibliotheken, aber auch andere Dienstleister wie die GESIS oder das unglaublich wichtige Partner, wo ich glaube, dass man da auch noch stärker zusammenarbeiten muss und wo wir als Fachgesellschaft natürlich dazu beitragen können, unsere Mitglieder, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon zu überzeugen, dass es da auch diese Expertise da ist und dass es da auch Modelle geben kann, die da erfolgreich sind. Und das wäre der einzige Punkt, also Projektgeschäft würde ich nicht ganz so ganz beiseite stellen, weil ich schon wichtig finde, dass es Pilotprojekte geben muss, in denen man eine Community von einem Nutzen überzeugen kann. Aber ich glaube, und da teile ich Ihre Kritik, ich glaube, Projektgeschäft ist in Deutschland so zumindest, dass das nicht
Also, dass man nicht streng genug damit ist, hört man jetzt mit dem Projekt auf, was hat uns das Projekt gebracht und wollen wir mit dem Projekt irgendwie, was haben wir denn daraus gelernt? Also quasi, dass ich glaube, man bräuchte mehr Konsequenz, Projekte abzubrechen, aus Projekten was zu lernen und dann Dinge auch sozusagen vielleicht auf einer breiteren Basis zu versuchen, irgendwie zu verstetigen. Das sehe ich eine Herausforderung. Und der letzte Punkt, glaube ich, mit Blick auf unser Fach kann ich das sagen, aber ich glaube, in vielen anderen Disziplinen ist nicht anders. Letztendlich müssen wir, wenn wir ernsthaft in Wettbewerb gehen wollen, mit global agierenden Verlagen eine Antwort haben auf Internationalisierung. Also es geht ja eben darum, kriegen wir es hin, Dinge zu platzieren, die eben in Communities rezipiert und genutzt werden, die eben an Landesgrenzen nicht Halt machen. Und das ist nochmal der größere Punkt, Zusammenarbeit, Netzwerkbildung, und auch vielleicht mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern global agieren zu gucken, was können wir da an, was gibt's global für Modelle und wie können wir das zusammenschalten? Finde ich einen Riesenpunkt, den wir da noch zusätzlich adressieren müssten. Mhm. Auch wohl wissend, dass das natürlich Förderpolitik national ist, aber das löst ja das Problem nicht. Ja, da sind jetzt natürlich so mindestens zwei Bruchlinien drin, die ich glaube, die uns sehr, sehr beschäftigen und die das Thema natürlich auch schwerer machen. Das eine ist der Widerspruch, oder das ist nicht der Widerspruch, aber vielleicht der Konflikt, in dem wir uns bestimmt alle auch schon befunden haben, wenn wir einerseits versuchen, mehr oder weniger agil zu arbeiten, Sachen auszuprobieren, Experimente zu wagen etc. und auf der anderen Seite nachhaltige Infrastrukturen mit einer Economy of Scale schaffen wollen, dann kommt das natürlich irgendwann auch an seine Grenzen. Wie kleinteilig kann man sein oder wie großteilig kann man denken. Sie haben in einer Publikation geschrieben, Herr Rinsdorf, dass Sie eigentlich eher vorschlagen würden, statt der großen Masterpläne für mehr Openness in inkrementellen kleinen Schritten vorzugehen. Was für eine Art von kleinen Schritte könnten das dann sein, die vielleicht langfristig trotzdem große Wirkungen entfalten? Ja, das ist richtig. Ich glaube, also ein großer Masterplan dafür ist, das Feld, glaube ich, zu dynamisch. Das ist wie mit allen, quasi ist bei digitalen Märkten in generell so. Also ich kann jetzt nicht sagen, was für Technologie ich in 5 Jahren habe. Und daher auch die Skepsis, auch aus der Publikation raus zu sagen, wir haben jetzt den einen Plan für alle. Es gibt aber schon einen Masterplan, dass ich viele Dinge ausprobiere und nach klaren Kriterien gucken kann, sozusagen. Erfüllen die den Zweck oder erfüllen die den Zweck nicht? Bin ich mit einer Publikationsinitiative in der Lage, zum Beispiel relativ schnell für ein neues Publikationsformat Reputation auch innerhalb eines Faches aufzubauen? Und in dem Sinne fände ich sozusagen viel ausprobieren total gut, weil das, glaube ich, auch nur die Kreativität, die im Fach ja da ist, die gerade auch bei Mittelbauleuten da ist, die auch die Leute ja sind, die auch neue Formate, neue Forschungsstrategien auch quasi in das Fach reintragen. Natürlich muss ich die Leute befähigen und ermuntern, Dinge auszuprobieren. Und da finde ich auch, das ist eine wichtige Rolle von Fachgesellschaften, da dann auch mal Ressourcen bereitzustellen. Aber dass man dann auch relativ schnell genug guckt, von den vielen Dingen, die da draußen sind, was funktioniert und was pushen wir dann sozusagen in eine größere Skala rein. Und da muss ich natürlich irgendwann schon, wie überall sonst im digitalen Markt, auch dann mal sagen, ein paar Dinge sterben und ein paar andere Sachen fördern wir weiter. Ja. Der zweite Punkt, der eben in Ihren Ausführungen vorkam, war einerseits diese Idee, die uns ja, behaupte ich jetzt mal, alle antreibt, wenn wir über Openness reden, im weitesten Sinne, dass es um eine Umverteilung, um eine Gleichverteilung und um eine insgesamt fairere Publikationskultur geht. Andererseits haben Sie jetzt auch das E-Wort benutzt. Also es geht natürlich auch um Exzellenzförderung. Es geht immer um Distinktion von einzelnen WissenschaftlerInnen, von einzelnen Zeitschriften und Publikationsorten. Und das ist ja sozusagen die Legacy, die es so schwer macht, aus den alten Strukturen auszubrechen. Frau Dalkilic, Sie haben jetzt ja ein neues Publikationsformat ausprobiert. Und wenn Sie sich jetzt umgucken, mit dem Blick vielleicht auch einer jüngeren Wissenschaftlerin, gibt es da eine Bewegung, wo wir sehen können, dass sich dieser Widerspruch zwischen, wir wollen irgendwie das Beste für alle und Weltgemeinschaft und globales Wissen, aber irgendwie muss sich die einzelne Person mit ihrer wissenschaftlichen Karriere, die einzelne Institution mit ihrer Position in internationalen Rankings durchsetzen. Weicht das irgendwie auf? Gibt es da, Marcel sagte vorhin, es ist noch nicht alles verloren. Ist das in dem Feld irgendwie auch absehbar, dass die Gemeinschaft zu einem Wert wird?
Also ich habe schon den Eindruck, es gibt viele, also ich habe das Gefühl, es gibt viele Projekte, die gerade entstehen, auch im Bereich Open Education, also Lehrbücher, die entstehen eben nach dem Prinzip von Open Science tatsächlich, wo alles komplett offen ist. Das sind dann in der Regel NachwuchswissenschaftlerInnen, die dann auch daran arbeiten und die das auch vorantreiben und auch ursprünglich vorangetrieben haben. Und also auf der einen Seite gibt es diese Bewegung oder diese Leute, die Wert darauf legen und die das vorantreiben und die da also wirklich mit, also für die Rechtswissenschaft irgendwie fast revolutionären Arbeitstechniken daran gehen und Ideen auch. Und auf der anderen Seite ist es aber eben dennoch nach wie vor eben wichtig, in der Rechtswissenschaft bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, wenn man eben eine wissenschaftliche Karriere einschlagen möchte, eben halt die 2 Buchpublikationen und dann eben auch entsprechend bei, also dort zu publizieren, wo man eben publizieren muss. Aber wie gesagt, gerade scheint tatsächlich sehr viel zu passieren und es scheint doch auch ein bisschen aufzubrechen. Ich würde vielleicht noch ganz kurz auf Sie eingehen, was Sie gerade gesagt haben mit dem Ausprobieren und manche Sachen müssen dann auch vielleicht sterben, wenn sie halt nicht so gut funktionieren. Das ist einerseits sicherlich richtig, auf der anderen Seite ist es ist auch so, dass also so im rechtswissenschaftlichen Bereich gibt es so einige Blogs, die mal entstanden sind, eventuell häufig dann von Forschungsinstitutionen oder von Lehrstühlen oder Ähnliches, die dann wieder einschlafen. Und mein Gefühl ist auf der anderen Seite aber auch, dass um halt eben diese Nachhaltigkeit zu schaffen, bedarf es natürlich auch einer Finanzierung. Also weil häufig solche Projekte, solche Innovationen und solche Ideen, die dann durchgeführt werden, dann ja doch an einer Person hängen und eben in diesen universitären Strukturen eben eingebunden sind. Und wenn diese Person weg ist oder wenn unter Umständen Mittel wegfallen, dann unter Umständen die Dinge einschlafen, vielleicht gar nicht, weil sie sich nicht im Laufe der Zeit herausstellen würden, erfolgreich sein zu können oder Reputation erlangen zu können, sondern einfach nur, weil halt tatsächlich Ressourcen fehlen, die eben notwendig sind, auch um diese Reputation zu erlangen. Und wofür ich denke, dass der Verfassungsblock auch tatsächlich ein gutes Beispiel ist, wo einfach tatsächlich hartnäckig und lange jemand wie Max Steinbeiß dabei war und dabei sein konnte und eben diese eine Person da eben war und zur Verfügung stand und auch nach wie vor zur Verfügung steht. Und das ist eben ein Problem dann mit der Finanzierung, wenn eben diese Stetigkeit nicht sichergestellt werden kann und gewährleistet werden kann, dass eben dann überhaupt solche neuen Formate entstehen können. Also bei dem zweiten Punkt gut, dass Sie nochmal ansprechen. Also ich bin absolut dafür. Also würde das beispielsweise Fachgesellschaften mit den schmalen Ressourcen, die wir ja nur haben, oder dass wir auch sozusagen wissenschaftspolitisch diskutieren, wie können wir es schaffen, dass wir so eine Art, ich sage das jetzt mal, Startup-Finanzierung haben, wo man sagen kann, wie können denn neue Formate wie so ein Blog, wie können die sozusagen, wie kann man das sicherstellen, dass Reputation erlangt werden kann? Ich glaube, da sind wir gar nicht weit auseinander. Bloß ich glaube am Ende, der einzige Unterschied ist, dass man natürlich die Ressourcen ja nicht unendlich verfügbar sind. An irgendeinem bestimmten Punkt wird man immer sagen, als Community, dieses neue Format stiftet Nutzen, der von vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen wird. Und dann fliegt es auch, weil letztendlich auch die Kolleginnen und Kollegen dann auch wieder die Bibliotheken davon überzeugen und sagen, hier, das ist das Angebot, das brauchen wir in der Wissenschaft oder das muss es einfach für unsere Studierenden geben und dann dadurch auch letztendlich auch eine nachhaltige Finanzierung sicherstellen. Also ja, ich finde, es ist absolut diskussionswert zu sagen, wie schaffen wir denn quasi eine Sandbox, wo solche Dinge entstehen und wachsen können, überhaupt eine Reputation kriegen können. Aber ich glaube, man muss realistisch sein, dass das ja nicht heißen kann, man kann mit allem starten und alles geht immer und ewig weiter. Weil das ja auch nichts nützt, wenn es alles gibt, aber nicht genutzt wird. Denn wir wissen, also Aufmerksamkeit bleibt ja eine knappe Ressource. Und ich bin ja nun selbst, ich forsche sehr, sehr, sehr viel über quasi Journalismus und da haben wir quasi mit partizipativen Formaten, gerade im Lokalen, ja genau dieselbe Problematik. Also die Dinger entstehen, total gute Ideen und in dem Punkt, wo es richtig erfolgreich wird, kann man halt das nicht mehr mit ein oder zwei Leuten machen, sondern müsste investieren in Infrastruktur und da
ist ja genau dieselbe Diskussion. Wie kriegen wir das hin, dass wir so ein journalistisches Startup genau durch diese Phase durchkriegen, dass die am Ende dann auch tatsächlich dann auch die Zahlungsbereitschaften generieren? Finde ich ja auch letztendlich eine breite Community, die bereit ist zu zahlen, ist eine schöne Sache auch für Unabhängigkeit, auch im wissenschaftlichen Bereich. Würde ich insofern auch immer, glaube ich, ist wichtig, dass man die auf dem Zettel behält. Also wenn es nicht immer nur über Förderung spricht, sondern schon immer überlegt, gibt es da irgendjemanden, auch Privatleute, die eigentlich sagen, tolle Sache, gebe ich Geld für aus, stiftet mir Nutzen. Finde ich, das wird immer ein bisschen zu früh auch beiseite gelegt als Finanzierungsform. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viele offene Töpfe. Wo ich jetzt vielleicht nochmal kurz hingehen möchte, ist, weil der Begriff Scholar-Led ja auch beinhaltet, dass die WissenschaftlerInnen auch neue und andere Rollen übernehmen. Und ich glaube, das hat oft auch viel mit der Nachhaltigkeit zu tun. Wie stellen wir uns das denn vor? Also ich weiß, dass bei den infrastrukturseitigen Prozessen immer die Frage ist, wie kriegen wir denn die wissenschaftliche Expertise mit an Bord? Und auf der Seite der WissenschaftlerInnen, die Publikationsprojekte starten, in der Rolle war ich selber auch schon, ist dann die Frage, wie schaffe ich mir eigentlich dieses Prozesswissen rauf? Wie mache ich jetzt letztendlich Tätigkeiten, die ja nicht ohne Grund im Verlagswesen ausdifferenziert sind als eigene Branche sozusagen? Wie bauen können wir diesen Spagat einbauen in die Frage, wie wir Scholar-Led fördern können? Wer soll diese Arbeit eigentlich machen? Also hören die Wissenschaftler auf zu wissenschaften und publizieren mehr? Ist das alles Personalunion? Brauchen wir ganz neu trainierte Menschen? Wer geht da in die erste Linie sozusagen? Oder beziehungsweise nicht in die erste Linie, wer steht da im Maschinenraum und macht das letztendlich? Herr Christoph, haben Sie da eine Vorstellung? Also was wir nicht erwarten können, ist, dass die Wissenschaftlerinnen Aufgaben übernehmen, die sie davon abhalten, ihrer Wissenschaft nachkommen zu können. Da gibt es auch überhaupt nach meiner Erfahrung eine nur sehr gering ausgeprägte Bereitschaft, Zeit dafür zu opfern, die man, weil man sie für eine bestimmte ehrenamtliche Tätigkeit einbringen muss, dann am anderen Ende weniger Zeit für die eigene Forschung hat. So, das kann nicht der Weg sein, dass wir sozusagen mit der Forderung an die Wissenschaft herantreten, ja, wenn ihr Scholar-Led publizieren wollt, dann müsst ihr auch von euren kostbaren Zeitressourcen sozusagen dafür was abgeben. Das halte ich für einen wenig aussichtsreichen Weg, sondern wir müssen mit überzeugenden Angeboten, Infrastrukturangeboten aufwarten, die Wissenschaftlerinnen davon überzeugen, dass, und das ist ein nicht einfaches Geschäft, dass diese Infrastrukturen zum beiderseitigen Nutzen sind. Und das ist das, was eben auch dieses Wissenschaftsgetriebene ist. Wir arbeiten ja mit unseren zur Verfügung gestellten Infrastrukturen nicht im luftleeren Raum. Bibliotheken müssen den Nachweis antreten, dass die von ihnen entwickelten Dienstleistungen auch nachgefragt sind. Wenn sie nicht nachgefragt werden, müssen sie eingestellt werden. Das ist übrigens auch nochmal der Schlenker in Richtung Projektförderung. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin ein ganz großer Freund von projektgetriebenen Ausprobieren, dass man sagt, wir müssen in ganz viele verschiedene Richtungen gehen, aber dann, da bin ich ganz bei Ihnen, dann muss der Tag kommen, wo man sich die Karten legt und sagt, diese Infrastruktur, die hat sich jetzt bewährt, die muss verstetigt werden. Mhm. Und dann kommen wir in ganz praktische Dinge rein. Wenn ich eine Infrastruktur verstetige, dann brauche ich eventuell 2 Vollzeitstellen für den Bereich, um auch eine Vertretungssicherheit garantieren zu können. Denn eins ist klar, und das merken wir in unserem Beratungsalltag ganz eindeutig. Die Wissenschaftlerinnen sind zu Recht eine sehr anspruchsvolle Gruppe. Die wollen Leistungen auf Top-Niveau. Und um das bringen zu können, muss man sich intern als Infrastrukturdienstleister so absichern, dass man den, auch wenn der Sturm mal tobt und zum Beispiel Leute, weil sie sich beruflich verändern wollen, die Bibliothek verlassen, dann darf sowas nicht zusammenbrechen, so eine Infrastruktur. Man darf sich nicht von Einzelpersonen abhängig machen. Das klingt alles wenig sexy, ja, sondern aber das ist der
Boden, den wir bereiten müssen, um auf dieser Grundlage Infrastrukturen so erfolgreich betreiben zu können, dass sie in der Folge in der Wissenschaft reüssieren. Und das ist genau der Weg, diese bibliothekarischen Aspekte zu kombinieren, mit den Anforderungen von Wissenschaft zu kombinieren, dass ein schlüssiges Ganzes daraus entsteht. Das hat man früher, glaube ich, so nicht für möglich gehalten, dass Bibliotheken ein Ort sind, die so etwas hervorbringen können. Das ist aber jetzt mittlerweile gelebte Praxis. Und ich sehe auch, dass es einen jetzt mal Reputationsgewinn sozusagen für die Bibliotheken in der Wissenschaft gibt. Wir werden heute anders wahrgenommen, werden als von der Wissenschaft stärker als seriöser Partner für ihre Publikationsanliegen wahrgenommen. Und das ist ja erstmal eine Erfolgsgeschichte. Daran anzuknüpfen ist für beide Seiten von Vorteil. Denn das A und O sind ausfinanzierte, stabile, nachhaltige Strukturen. Wenn man auf die nicht aufsetzen kann, dann sind alle anderen Sachen Luftschlösser, die schnell zerplatzen. Und wenn man sich nur mal vorstellt, dass sowas wie ein Repositorium bei uns mit mittlerweile deutlich über 10.000 Einträgen aus irgendeinem Grund übermorgen nicht mehr zur Verfügung stehen würde, das wäre eine wirkliche Katastrophe. Und deswegen muss man an der Stelle für nachhaltigen Betrieb sorgen. Das ist nicht einfach. Aber insbesondere mit der Einbindung der Wissenschaft und dem Rückenwind, den wir dort mittlerweile bekommen, ist das zum beiderseitigen Wohl möglich. Ja, das ist auch eine interessante neue Metapher, dass die Bibliotheken Rückenwind aus der Wissenschaft bekommen. Ich hätte mir vorgestellt, dass es vielleicht eher noch anders aussieht, dass es eher so ein partnerschaftliches Unterstützungsverhältnis ist. Herr Rinsdorf, Sie wollten aber auch noch was direkt dazu beitragen. Ich wollte es einmal auch nochmal unterstützen. Ich glaube tatsächlich, dieser Grundansatz zu sagen, wo sind die Probleme, die WissenschaftlerInnen gelöst haben möchten und dann die Infrastruktur dafür zu entwickeln, finde ich total von der Perspektive sehr, sehr wichtig. Ich finde als zweiten Punkt ergänzend noch wichtig zu schauen, dass man sich immer wieder fragt, also dass man die Prozesse selber hinterfragt und sagt, warum machen wir das eigentlich so und sind da Dinge, die wir auch weglassen können? Mhm. Finde ich ein großer Fehler bei diesen Projekten, dass es am Anfang zu viele Features gibt, dass man alles will mit einer Sache, anstatt dass man sozusagen sich auf einen bestimmten Kernangebot auch quasi erstmal konzentriert. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und dann den dritten natürlich die Frage, also Technologie dafür nutzen, wo sie da ist, was wir auch an Schritten automatisieren können. Also wenn ich nur an Redaktionssysteme oder sowas denke, wie schlecht wir da teilweise noch sind und wie viele Menschen da Dinge anpacken müssen, wo man sagen muss, warum ist das eigentlich im Jahr 2021 noch so? Also wo man sich tatsächlich da auch fragen muss, ja, warum denken wir da direkt immer sozusagen über Menschen nach oder wollen wir die Leute, die wir da haben, die gut qualifizierten Leute nicht in Feldern wiederum einsetzen, wo sie direkt den WissenschaftlerInnen auch sozusagen Nutzen stiften. Und da würde ich auch noch quasi wissenschaftspolitisch eine kleine sozusagen Brücke schlagen. Wir reden ja auch in den Fachgesellschaften, in allen Fächern immer darum, was sind denn eigentlich Karriereoptionen für junge Wissenschaftlerinnen jenseits der etablierten Professurstrategien und so. Und ich glaube, in diesem Feld von Forschungsinfrastrukturen, wo wir auch Fachexpertise brauchen beim Aufbau, da finde ich, gibt es auch, was Entfristung und solche Dinge angeht, finde ich aus meiner Sicht ein paar sehr, sehr interessante Karrierepfade. Und das ist natürlich eine wissenschaftspolitische Entscheidung, die man an LandespolitikerInnen adressieren müsste. Seid ihr bereit, auch da sozusagen eine größere Vielfalt quasi an Pfaden auch einzurichten? Finde ich aber auch durchaus zwei Punkte, die man miteinander diskutieren kann und finde auch diskutieren sollte. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das insgesamt bei Infrastruktureinrichtungen, Bibliotheken gerade sehr groß ist, Personal mit eigener wissenschaftlicher Erfahrung direkt reinzuholen und da sozusagen die Verknüpfung so eng wie möglich zu machen. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Akteursfrage kommen, Frau Dalkinic, die WissenschaftlerInnen, die viel Arbeit machen, die Bibliotheken, die den WissenschaftlerInnen die harte Arbeit abnehmen und sie können sich auf die Inhalte fokussieren. Wie sehen Sie da die Arbeitsverteilung in so einer Scholar-led Publishing-Welt?
Ja, also tatsächlich, also ich nehme das genauso wahr oder kann das genauso bestätigen, dass also für den Blog auch Bibliothek, also insbesondere die Stabi, also weil unsere Texte sind ja auch in einem Fachrepositorium, also wirklich ein super Partner ist das und dass mittlerweile eben auch diese Prozesse, eben diese Archivierung und die also das Generieren der DOIs, dass das automatisiert jetzt funktioniert. Und das war jetzt ein stetiger Prozess über die letzten Jahre. Ich weiß noch, als ich anfing beim Verfassungsblock, da haben wir die DOIs immer noch händisch generieren müssen. Das ist jetzt, wie gesagt, automatisiert. Und das halt in Zusammenarbeit eben mit der Bibliothek. Und also ich kann das insofern nur bestätigen, dass es eine, also dass wir die Bibliothek wahrnehmen als wirklich wichtigen Partner tatsächlich, der uns da viel Arbeit abnimmt und uns auch auf Sachen stößt, auf die wir sonst unter Umständen nicht stoßen würden. Und also kann das auch nur bestätigen, dass tatsächlich Aufgabe der WissenschaftlerInnen soll es natürlich sein, Wissenschaft zu machen und eben sich nicht Gedanken darüber zu machen, welche Metadaten braucht das und wo müssen sie rein und wie muss ich indexieren? Also diese ganzen Dinge, die lenken ja letztlich dann nur ab und wofür wir die WissenschaftlerInnen ja auch möchten bei uns auf dem Blog, ist ja eben ihre wissenschaftliche Expertise bei uns einzuspeisen und eben nicht eine technische Expertise. Also wenn sie haben, das gibt's ja auch, natürlich, aber das ist nicht ihre primäre Aufgabe. Das klingt ja alles sehr einhellig. Ich glaube, wir haben dieses Podium ein bisschen zu harmonisch gestaltet. Aber wenn wir jetzt mal gucken, die Akteure, die wir bis jetzt im Blick haben, wenn wir eine divers aufgestellte Publikationslandschaft wollen in 10 Jahren, in 20 Jahren, haben wir jetzt in dem Gespräch der letzten Dreiviertelstunde eigentlich schon alle Akteure benannt. Wir haben jetzt die großen Verlage schon mal sozusagen geflaggt, als da müssen wir jetzt heute eben gerade nicht drüber reden, weil müssen wir doch. Holen wir sie jetzt aus dem Hut? Okay, dann stelle ich die Frage noch zu Ende und dann können wir die großen Verlage aus dem Hut holen. Die Frage ist, wen haben wir sozusagen jetzt noch nicht im Blick gehabt? Wir haben über Fachgesellschaften gesprochen, Hochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken als Infrastrukturanbieter. An manchen Forschungseinrichtungen sind das auch nicht die Bibliotheken, sondern tatsächlich Rechen- oder Medienzentren, die vergleichbare Sachen zur Verfügung stellen. Gibt es noch andere Akteure? Wir können gerne noch mit den großen Verlagen, vielleicht auch mit den mittelgroßen Verlagen noch mal anfangen. Was für eine Rolle können die eigentlich in der bibliodivers aufgestellten Publikationslandschaft spielen? Eine hoffentlich deutlich geringere als heute, ist die Antwort. Denn das ist ja unser gemeinsames Ziel, dass wir diese Oligopole, die heute noch bestehen, aufbrechen und sie in ihrer Bedeutung schmälern. Das ist eine gemeinsame, sozusagen von Wissenschaft und Infrastruktureinrichtungen gemeinsam betriebene Zielsetzung. Und der entscheidende Punkt, der sich jetzt doch in den letzten Jahren verändert hat, ist doch genau der, dass wir als Infrastrukturdienstleister mittlerweile auf Augenhöhe mit den Dienstleistungsangeboten dieser Verlage aufwarten können. Da ist ein Prozess des Nachholens, hat da stattgefunden. Und mit diesem Selbstbewusstsein auftreten zu können, heute auch als Alternative zu dem, was die wissenschaftlichen Großverlage heute als Dienstleistungsportfolio offerieren, dass wir sagen, das muss man nicht mehr unbedingt dort abrufen, sondern dazu gibt es Alternativen. Dazu gibt es nicht kommerzielle Lösungen, auf die ihr Wissenschaftlerinnen setzen könnt. Auf die nicht, das ist keine B-Lösung mehr, sondern das ist der Unterschied. Und ich glaube, das ist oder das kann sich zu einer Situation dahin entwickeln, dass das für viele Wissenschaftlerinnen, die ja im Prinzip im direkten Gespräch, vor allem im vertraulichen Gespräch, dann auch sagen, ja, ich möchte ja eigentlich auch nicht so gerne bei den, wir wollen sie jetzt hier gar nicht namentlich aufführen, bei den üblichen Verdächtigen publizieren. Aber, und dann kommt die bekannte Litanei von Gründen. So, und einer der wichtigen Gründe, oder bei einer Vielzahl dieser Gründe können wir heute sagen, nein, da gibt es alternative Möglichkeiten. Da muss am Ende muss die Wissenschaft auch springen.
Also wir Bibliotheksfachleute, wir sind nicht in der Position, Wissenschaftlerinnen Ratschläge zu geben, wo sie publizieren sollen. Das sozusagen, das ist nicht unser Geschäft, sondern wir können mit innovativen Lösungen aufwarten und Alternativen aufzeigen, auch eben alternative Publikationsorte, nicht nur beschreiben, sondern anbieten, konkrete Lösungen, handfeste, praktische Lösungen offerieren. Und ich glaube, da ist ein enormes Potenzial. Und wenn das von einer deutlich größeren Zahl noch von Wissenschaftlerinnen wahrgenommen wird, dass sie hier erkennen, was da für Chancen drin liegen, dann kann ein echter Veränderungsprozess in den nächsten Jahren Raum greifen und eine viel diversere, spannendere Publikationslandschaft entstehen, in dem nämlich genau diese vielen verschiedenen seriös betriebenen Publikationsinfrastrukturen dann zur Verfügung stehen und man eben nicht gezwungen ist, zu einschlägigen Großverlagen zu gehen. Wir dürfen sie schon nennen, das ist hier keine Voldemort-Situation. Also es gibt aber ja noch ein Spektrum zwischen eigenes Journal mit OGS und ich publiziere jetzt in Nature. Also dazwischen gibt es ja vielleicht noch andere Player, die vielleicht wichtig sind. Aber Herr Rinsdorf, Sie wollten direkt einen Kommentar noch dazu geben. Ja, also ich glaube ja eher, dass sich das auch weiter sozusagen polarisieren wird zwischen den großen Verlagen, die sozusagen mit dem notwendigen Know-how auch sozusagen gerade datengetriebene Geschäftsmodelle realisieren können. Ich nehme das eher so wahr, dass die mittleren und kleineren Zeitschriftenverlage da eigentlich auch eher getriebene sind, die sozusagen technologisch sozusagen mit den großen auch nicht mehr mitkommen. Also dann insofern, da sehe ich gar nicht so viel Potenzial, ehrlich gesagt, dazwischen, sondern ich glaube, entweder geht es darum, dass man bei den großen bleibt, die ja auch teilweise gute Angebote auch machen, muss man auch sagen, die auch zuverlässig funktionieren. Oder dass man eben auf Infrastrukturen setzt, die jenseits dieser Verlage entstehen und entstanden sind. Und ich glaube, da nochmal der Punkt Reputation spielt da eine Riesenrolle. Also das sind natürlich die Fächer jeweils auch in der Pflicht zu sagen, was erachte ich denn auch als werthaltige Publikation in einem Berufungsverfahren, in irgendwelchen Rankings, was auch immer. Da sind wir natürlich bei Wissenschaftspolitik, die auf dieser Basis ja auch Ressourcen sozusagen zuteilt. Und da haben wir es natürlich als WissenschaftlerInnen eigentlich in der Hand zu sagen, naja gut, muss das jetzt immer noch quasi jetzt das kommerziell getriebene Angebot sein? Können wir das tatsächlich nicht selber machen? Und das ist natürlich die größte Herausforderung. Und ich glaube, da ist es quasi strategisch, glaube ich, geht es immer darum, dass man Menschen im Fach überzeugt, die in gewissen Domänen auch quasi selbst persönliche Reputation genießen und die diese persönliche Reputation da auch reintragen können. Und in dem Moment sehen wir, glaube ich, auch am ehesten Veränderungen. Also dieses, was wir auch sonst in Organisationen sagen würden, so Innovationsnetzwerk zu bilden, zu schauen, wer hat denn einerseits im Gegenstand die ist da sozusagen, welche Person hat die totale Kompetenz und ist auch anerkannt und welche ist hinreichend offen für neue Publikationsformate. Und das, glaube ich, voranzutreiben, ist ein kluger Schachzug, um aus diesem Punkt rauszukommen, wo springe ich denn jetzt gerade auch als NachwuchswissenschaftlerIn mal eben nicht mehr von dem Journal-Beitrag in den 5, 6 Titeln, die jedes Fach nennen kann, wo man eigentlich sein muss, und wo gehe ich da in die alternativ publizierte, Journal rein. Und ich glaube, international ist da ein Schlüssel. Also das merke ich ja bei uns auch, wir kriegen das ja im nationalen Bereich gut hin, quasi auch Scholar-led in unserem Fach Publikationsalternativen zu bieten. Aber das ist nicht das, was viele Leute bei uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen, sondern die wollen natürlich was haben, was auch über die nationalen Grenzen hinaus anerkannt ist. Ja, mit Blick auf die Uhr können wir jetzt vielleicht uns auf so eine kleine Zielgerade zu bewegen. Sie haben jetzt schon ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich die strategische Ausrichtung. Also wie können wir uns eigentlich aufstellen, um diese Bewegung, die wir jetzt aufgezeigt haben, auch tatsächlich praktisch möglicher zu machen? Vielleicht auch mit Blick auf die Handlungsspielräume, die wir tatsächlich haben. Ich fand das interessant, Herr Rinsdorf, dass Sie jetzt nochmal darauf hingewiesen haben,
dass das auch mit einzelnen Personen zu tun haben kann. Also wenn wir uns angucken, wie kommt Veränderung in Communities, hat das manchmal damit zu tun, ob man da eben so einen Journalisten hat, der sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt diesen Blog, ob man eine Wissenschaftlerin in einem Fach hat, die sagt, ich publiziere jetzt in der neuen Zeitschrift und leihe ihr sozusagen meine Reputation aus. Aber darüber hinaus, gibt es strategische Ansatzpunkte, die wir jetzt in den Rollen, die Sie jetzt hier auch verkörpern, angehen können, um Scholar-Led Publishing zu stärken. Also ja, der Anruf beim BMBF, denen zu sagen, dass sie mal langfristig mehr Geld investieren sollen und nicht nur 2- und 3-Jahres-Projekte finanzieren sollen. Ich glaube, das haben wir gut erarbeitet, dass das sozusagen ein Schritt sein könnte. Aber darüber hinaus, was sehen Sie, was können wir tun? Was ist unser Ziel für 2022, um Scholar-Led Publishing einen Schritt weiterzubringen? Herr Christoph, greift beherzt zum Mikrofon, dann können Sie die Runde gerne eröffnen. Was ich glaube, aus Bibliothekssicht, was wir noch besser machen können, ist die Vernetzung untereinander und die Stimme, die wir im wissenschaftlichen Diskurs haben oder im wissenschaftspolitischen, muss ich sagen, im wissenschaftspolitischen Diskurs noch deutlicher zu erheben und zu sagen, wir haben Antworten auf eine ganze Reihe von Fragen und diese Antworten so zu kommunizieren, dass sie bei den politischen Entscheidern auch Gehör finden. Also ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ein Grund für die gute Entwicklung des ganzen Open Access Publizierens-Themas in Berlin auch darin liegt, dass die großen Universitätsbibliotheken sich zu einer sehr kooperativen Strategie in den letzten Jahren haben verständigen können. Wir treten nicht mehr alleine irgendwo auf, sondern versuchen, die Kräfte zu bündeln. Und das sorgt für eine andere Wahrnehmung. Das sorgt für eine andere Wahrnehmung auf der Ebene der Präsidenten der entsprechenden Hochschulen, also der Präsidien. Das sorgt in der Wissenschafts-, in der Senatsverwaltung für eine andere Wahrnehmung. Und diesen Prozess, den wir begonnen haben, den auch andere Akteure auf eben den entsprechenden Ländern begonnen haben, den müssen wir fortsetzen. In Formaten wie der TU 9 oder der U15. Dort noch mehr pointiert die Stimme zu erheben und auch progressive Positionen zu beschreiben, die dann wiederum die Präsidien der TU 9, der U15 sich zu eigen machen können. Das ist uns ja in der Vergangenheit schon gelungen, dass man sagt, das ist doch hier eine Position, die wäre es doch wert, als gemeinsame Haltung angenommen zu werden. Und das bewirkt eine Menge, wenn man nicht mit lauter Einzelmeinungen als in der HRK zum Beispiel, ja, um mal einen Ort zu nennen, konfrontiert wird, sondern dass deutlich ist, dass es zumindest eine bestimmte Gruppe von Akteuren gibt, die sich auf weitgehend gemeinsame Positionen hat verständigen können. Zum Beispiel, dass wir gemeinsam den 3 größten Verlagskonsortien der Welt sehr, sehr viel Geld geben. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, ne? Das ist eine Strategie, die erfolgreich und gleichzeitig nicht erfolgreich war. Deal ist ein Erfolg und ein Misserfolg zugleich. Und es ist wahnsinnig schwierig, am Ende zu einem begründeten Urteil zu kommen, ob jetzt die Waage auf der einen oder auf der anderen Seite nach unten geht. Je nachdem, welchen Blick man darauf richtet. Ja, ich würde aber gerne das Positive aus Ihrem Beitrag rausnehmen. Zum Thema Deal ist unter Beteiligung des OABB in 4 Wochen eine Podiumsdiskussion, wo wir dann über das Thema auch mit einem Vertreter von Deal nochmal diskutieren können. Aber der positive Punkt war,
auch Infrastruktureinrichtungen, Bibliotheken, die Stimmen zusammenlegen, insbesondere in der Auseinandersetzung mit der Politik, mit der Landespolitik, Hochschulrektorenkonferenz etc. Das ist doch eine sehr klare Botschaft, auch hier mehr auf die Gemeinschaft und weniger auf die auf den Wettbewerb vielleicht zu setzen. Herr Rinsdorf, Frau Dalkilic, wenn wir uns die Strategien fürs nächste Jahr angucken, was sind handfeste Dinge? Das muss auch nicht immer so groß skaliert sein wie die Hochschulrektorenkonferenz. Vielleicht können es auch kleinere, inkrementelle Sachen sein. Was sehen Sie auf unserer Agenda? Also ich kann das nur bestätigen, eben auch die Vernetzung, jetzt aber auf der Ebene der Scholar-led Community. Das ist ja, womit wir begonnen haben, also womit sich ja auch das Manifest, das Scholar-led Manifest auseinandersetzt, eben genau das Ziel, eben erstmal die gemeinsamen Bedürfnisse zu sammeln. Und da, egal aus welcher Disziplin man kommt, stellt man ja schnell fest, die Probleme sind die gleichen, die Bedürfnisse sind die gleichen. Das heißt, das zu bündeln und dem halt, also das dann gebündelt eben nach außen zu tragen, um dann eben dem auch eine stärkere Wirkmacht zu verleihen, eben genau auf diese Art und Weise. Und das zum einen, also denke ich durchaus auch in die Politik, sofern es da eben Barrieren gibt, die insbesondere was Diamond Open Access Finanzierung angeht, die das erschweren beispielsweise, aber auf der anderen Seite auch eben sich zu vernetzen, um dann auch in den Dialog mit den Bibliotheken zu treten. Denn meiner Erfahrung oder Erfahrung nach, aber die Erfahrung, die wir bislang jetzt insbesondere auch in dem Projekt gemacht haben, ist, dass die Bedürfnisse auf beiden Seiten nicht immer unbedingt klar sind. Also meine Lernkurve war jetzt sehr steil seit Projektbeginn, habe viel gelernt darüber, was Bibliotheken eben benötigen, wie sie funktionieren, und habe aber eben auch festgestellt, dass das, wie wir funktionieren beispielsweise, wie wir aufgebaut sind und was eben die dann aber auch finanziellen Bedürfnisse eben sind, dass das natürlich, dass wir das auch erklären müssen, dass wir das deutlich machen müssen. Und insofern, glaube ich, müssen wir als Scholar-led Community eben das auch an die Bibliotheken herantragen, damit beide Seiten eben verstehen, was die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite sind, um dann gemeinsam das an die Politik heranzutragen, bestenfalls. Okay, also mehr und enger kommunizieren zwischen den verschiedenen AkteurInnen. Herr Rinsdorf, was steht auf Ihrer Agenda 2022 für Scholar-led Publishing? Also ich glaube, neben Kooperation sozusagen und Definition von gemeinsamen Problemen, da würde ich mich also auch beiden VorrednerInnen anschließen, geht es, glaube ich, um vielleicht einen Tacken mehr Handlungsorientierung im Sinne von, was brauchen wir als nächstes wirklich? Ja. Also ich nehme an relativ vielen Diskussionen teil, wo es immer wieder um konzeptionelle Fragen geht, wie sieht es denn in 10 Jahren aus? Und ich glaube, sozusagen einen Schritt nach vorne wäre zu sagen, was sind denn jetzt nochmal für 6 Monate, für 12 Monate, was sind denn da Dinge, die wir tatsächlich in der Zeit schaffen können? Also etwas mehr Verbindlichkeit, was auch die Outcomes angeht. Also was wir aus dem, also so Minimum Viable Products, also was kriegen wir denn jetzt hin und was können wir auch schnell realisieren und wo können wir dann auch wiederum HochschulpolitikerInnen, Hochschulmanagement auch sagen, das sind Dinge, die gut funktionieren und das sieht man auch nach kurzer Zeit schon, was das für einen Impact hat für eine bestimmte Fachcommunity. Ich glaube, das wäre so ein Schritt für 22. Ja, das ist doch jetzt ein sehr handhabbares Potpourri an Dingen, die wir alle mit in jetzt das laufende letzte Quartal und dann ins nächste Jahr nehmen können und uns in die Pläne schreiben können. Also enger zusammenarbeiten, gegenüber der Politik auch besser kommunizieren und die Minimal Viable Products schneller auf die Straße bringen, um wirklich zu gucken, was da passiert und handhabbare Ergebnisse hinzukriegen. Wir sind durch ziemlich viele Themen gefräst, in ein bisschen mehr als einer Stunde. Ich glaube, wir haben ziemlich viel angerissen. Ich würde die Gelegenheit kurz nutzen, um nochmal einen Blick in die Runde zu werfen und zu schauen, ob Sie und Ihr eifrig Anmerkungen, Fragen oder Ergänzungen in der Zwischenzeit angehäuft habt, die wir jetzt vielleicht nochmal hier mit aufs Podium nehmen können. Ja, bitte. Genau, wir holen ein Mikrofon, dann kann man Sie auch, können auch die Gäste an den Bildschirmen zu Hause Sie verstehen. Berlin University's Press. Können Sie da mehr dazu sagen, wie weit das ist? Ich habe schon davon gehört, aber noch nicht
nichts Konkretes jetzt auch? Das ist kein Wunder, weil es auch sozusagen öffentlich noch nichts Konkretes kommuniziert wurde. Es ist der aktuelle Stand ist, dass wir ein bewilligtes Projekt Anschubfinanzierung aus der Berlin University Alliance bewilligt bekommen haben. Wir, das sind die Bibliotheken der HU, der FU, der Charité und der TU. Und in diesem Konsortium zurzeit dabei sind, ein Dienstleistungsportfolio aufzubauen. Und ich denke, es ist okay, wenn ich hier sage, dass das im ersten Quartal des nächsten Jahres das Licht der Öffentlichkeit erblicken soll. Noch ist es ein Soll, weil wir auch noch eine, ich nenne es nicht Genehmigungs-, aber Informationsschleife über die Präsidien abschließend gehen wollen. Denn Dinge müssen auch gewollt sein, müssen auch von den Universitätsleitungen den entsprechenden Rückenwind und die Unterstützung haben. Da sind wir aber sehr zuversichtlich, da wir natürlich längst mit den Leitungen auch im Gespräch gewesen sind. Der Name lautet Berlin Universities Publishing, kurz Berlin UP. Ja, also bleiben Sie gespannt. Anfang nächsten Jahres im ersten Quartal gibt es mehr. Es gibt schon eine auf den Webseiten der Berlin University Alliance gibt es schon eine kleine Preview und eine Projektbeschreibung. Genau. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum, Anmerkungen, Ergänzungen, Widerspruch? Wir hatten sehr wenig Widerspruch heute. Ich würde mich über einen Widerspruch freuen. Ja, bitte. Da kommt ein Mikrofon. Ja, ich fand die Idee, dass man sagt, die Sachen, die sterben müssen, sterben dann auch, finde ich, ist ja in dem traditionellen marktwirtschaftlichen Konzept der großen Verlage immer daran gekoppelt, dass auch Ziele erreicht werden müssen. Also, dass man sagt, wenn das nicht funktioniert, dann fliegt entweder die Person raus oder das Projekt stirbt und es gibt einfach nicht mehr Geld, weil es kauft auch keiner. Und das war auch immer so das Problem der Anschubfinanzierung oder wie geht's dann weiter. Ich finde dieses, wenn man mal so ein Wort, so KPIs in diesen ganzen Projekten, das kommen mir immer viel zu kurz. Also, was wollen wir denn tatsächlich erreichen? Ne? Was ist das Deliverable, was wir brauchen? Ich finde, das ist eigentlich die wichtige Struktur, die so ein bisschen in diesem ganzen Feld zu kurz kommt. Was ist denn so die Idee oder was wäre Ihre Idee, wie man das besser signalisieren könnte? KPIs, Key Performance Indicator, ja, genau. Ja, wie ziehen wir die ein, Herr Rinsdorf? Finde ich einen super guten Ansatz. Also vielen, vielen Dank für die Frage. Und ich meine, die KPIs funktionieren ja immer auch im nicht kommerziellen Bereich. Und ich will eine KPI setzt immer voraus, dass ich eine strategische Idee habe. Was will ich, also wo soll sozusagen das Projekt hin? Und ich glaube, insofern der Moment der Klarheit kommt eigentlich da, wo ich das Projekt aufsetze. Jetzt als Gründerin, als Gründer sollte ich das immer im Kopf haben. Wo will ich denn mit dem Ding hin oder mit dem Ding hin? Oder wenn wir uns als Fachgesellschaften jetzt sagen, wir fördern wie irgendeine Infrastruktur, weil wir die für sinnvoll halten, sollten wir immer beantworten können. Das ist das, was wir uns für die wissenschaftliche Community, für die Kommunikationswissenschaft halt versprechen. Und ich glaube, da Klarheit zu haben bei den Leuten, die Geld geben, das ist total wichtig. Und ich glaube, das wäre in Förderprozessen, quasi Anschubfinanzierung, da auch nochmal klarer dann die Strategien auch zu sagen, was soll denn eigentlich welches Projekt leisten und dann auch sagen zu können, daran können wir es messen, finde ich einen super wichtigen Punkt. Ich habe ja eben schon über Handlungsorientierung gesprochen, das heißt das ja letztendlich, dass ich, also nicht im Sinne, das Ding muss Geld verdienen am Ende, sondern eher bei der Frage, wo wollen wir, wo ist der wissenschaftliche Zugewinn für die Community, woran machen wir den fest? Und da wäre ich auch ganz Oldschool-Ökonom und sagen, wenn wir es nicht messen können, müssen wir es eigentlich auch nicht anfangen, weil dann ist es irgendwie, dann können wir auch nicht diese Entscheidung treffen, die wir als Community auch treffen müssen. Auch letztendlich demokratisch legitimiert in der Mitgliederversammlung, wo ich Leuten ja sagen muss, hier, dafür haben wir euer Geld ausgegeben und das habt ihr dafür bekommen. Legitimation, Leute ins Boot holen, was Sie eben angesprochen haben, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Herr Christoph, wollen Sie noch direkt dazu kommentieren? Noch einen Kommentar dazu. Also Erfolgsindikatoren zu definieren und Dinge messbar zu machen, das ist natürlich absolut ein notwendiges Kerngeschäft, dass ich, falls das nicht aus,
falls das nicht genügend hier zum Ausdruck gebracht werden, bisher worden ist, dann will ich es nochmal betonen, wie unglaublich wichtig das ist. Selbstverständlich müssen wir uns gemeinsam, zumindest im universitären Kontext, darauf verständigen, was sind denn Erfolgsindikatoren, zum Beispiel für Forschungsinfrastrukturen. Das lässt sich ganz konkret benennen. Da lassen sich Nutzungszahlen, da lassen sich eingestellte Objekte, was auch immer. Da gibt es sehr konkrete Dinge, an denen so etwas festgemacht werden kann und auch muss. Denn man steht ja auch mit dem öffentlich verausgabten Geld in einer ganz klaren Erklärungssituation gegenüber den Geldgebern. Was mache ich denn mit den Mitteln, die mir zur Verfügung gestellt worden sind, sei es über Projektmittel oder sei es dann im Rahmen einer regelhaft implementierten Dauerinfrastruktur? Die muss sich rechtfertigen. Und dafür gibt es, glaube ich, gute und etablierte Mechanismen in den Universitäten, die sicherstellen, dass am Ende in der Bibliothek, ich sag mal, kein La pour la betrieben wird und wir irgendwelche lustigen Dinge entwickeln, die letztlich niemand interessiert, die niemand nutzt. Sowas gibt es auch. Ja, das will ich nicht ausschließen, aber das ist die Ausnahme. Und ansonsten würde ich schon ganz klar sagen, das ist eine sehr gute und erfolgsgetriebene Prozesshaftigkeit in den Bibliotheken gibt, die genau das, was sie einfordern, auch sicherstellt. Ich muss sagen, mir wird hier gerade ein bisschen unwohl, weil wir in so eine Marktlogik reinrutschen. Frau Dacklitsch, was ist Ihre Position? Ja, mir wird da auch ein bisschen unwohl. Also insbesondere, wenn ich denke von Seiten der Wissenschaft, wie sich das messen lassen soll. Also es gibt Nischen, es gibt Journals, die publizieren in Nischen, die ihre Berechtigung haben, die aber vielleicht keine großen Zugriffszahlen haben und vielleicht auch nie haben werden, die aber trotzdem einen Mehrwert schaffen, der auch rechtfertigbar ist und sein muss und ja, wie gesagt, eben seine Berechtigung hat, wo man, ja, wo sich dann eben die Frage stellt, wie lässt sich das messen, wie soll das gemessen werden? Wobei, also da würde ich ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, das eine ist sozusagen strategischer Fokus und das andere ist die Frage, will man das, macht man das, weil man nachher sozusagen ökonomisch in einer marktlichen Logik sozusagen damit Geld verdienen möchte. Aber ich brauche denselben strategischen Fokus, wenn ich sage, ich verfolge ein gesellschaftliches Ziel oder ein wissenschaftspolitisches Ziel. Und ich finde ja immer, dieser Fokus, der ist ja nicht nur für die Menschen wichtig, die darüber entscheiden müssen, unterstütze ich jetzt eine Infrastruktur aus öffentlichen Mitteln, aus Fachgesellschaftsmitteln, aus welchen Mitteln auch immer, sondern gerade für die Menschen, die neue Projekte antreiben, ist das noch viel wichtiger, finde ich, weil man sich dann auch klar machen kann, was muss ich denn wirklich selbst machen? Also wo ist jetzt auch das genuin fachwissenschaftlich in dem Projekt drin und an welchen Ecken kann ich mir auch KooperationspartnerInnen suchen, wo ich weiß, die machen das einfach viel besser. Wo ich sage, warum soll ich irgendwie mich mit dem Thema DOIs beschäftigen, wenn ich eine GESIS an der Hand habe, die das jeden Tag machen? Also diese ganzen vielen kleinen Entscheidungen, also insofern dieser Fokus macht auch nicht kommerzielles Projekt viel, viel besser, wenn die GründerInnen dann das für sich klar haben und sagen können, gut, das ist unser Job, das ist das, was wir der Community geben und darauf konzentrieren wir uns und für die anderen Sachen suchen wir Partner, seien es nur Bibliotheken, seien es irgendwie Fachgesellschaften, seien es da andere Infrastruktureinrichtungen, die in den jeweiligen Feldern Expertise haben. Und ich finde, das ist völlig unabhängig von der Frage, ob ich eine komplett kommerzialisierte Verlagslandschaft mir vorstelle, wo letztendlich das Geld bei den Anteilseignern landet, oder ob ich sage, nee, ich will das eben nicht kommerziell solidarisch finanzieren. Das sind für mich zwei verschiedene Diskussionen, glaube ich. Frau Dacklitsch, wollten Sie noch direkt dazu? Ja, also ich glaube, da würde ich soweit gar nicht widersprechen, aber gerade wenn es eben darum ausgeht, tatsächlich neue Publikationsformate eben auszuprobieren, dann lässt sich der Wert erstmal vielleicht schlecht bemessen. Also ich meine, natürlich an den Downloadzahlen vielleicht oder an den Klickzahlen, aber wie gesagt, solche Werte sind nicht unbedingt immer aussagekräftig oder decken sich nicht notwendigerweise mit dem wissenschaftlichen Wert. Und genau, das war eigentlich nur der Punkt, den ich insoweit machen wollte.
Ja, das bedeutet dann in gewisser Weise, Entschuldigung. Gar kein Widerspruch. Also ich meine, das wäre sozusagen gerade bei Metriken, dass da viele, viele Beispiele gibt, wo quasi das, was gemessen wird und das, was wir eigentlich messen wollen, weit, weit auseinander liegen. Ich glaube, darauf mal gar nicht drüber diskutieren. Genau, also das Stichwort DORA ist jetzt sozusagen genannt und dass wir unsere Indikatoren überarbeiten müssen und nicht einfach die alten Indikatoren auf die neue Publikationslandschaft übertragen müssen, ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, wo wir alle dran mitarbeiten müssen, dass das nicht passiert, weil dann sitzen wir irgendwie im gleichen Schlamassel, aus dem wir eigentlich rauskommen wollten. Herr Christoph, wollten Sie noch was hinzufügen? Vielleicht nur ein Beispiel, weil das fälschlicherweise so rübergekommen sein sollte, dass Zugriffszahlen zum Beispiel, also quantitative Größenordnungen, der einzige mögliche Indikator sind. Das ist es natürlich beileibe nicht. Es gibt dann in Bibliotheken immer das berühmte Beispiel, dass wir eine bestimmte Datenbank für sehr viel Geld lizenzieren. Da gibt es genau 2 Zugriffe pro Jahr. Und da muss man dann die Frage stellen, ja, wie kann das denn sein? Da guckt man, 2-mal im Jahr schaut da nur jemand rein. Aber dann hat mal im Rahmen eines qualitativen Interviews mal jemand herausgefunden, dass an diesen 2 Tagen ganz entscheidende Erkenntnisgewinne von der Person, die diese Datenbank dann pro Jahr genutzt hat, erzielt wurden. Und damit war die Investition auch absolut gerechtfertigt. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das zeigt, dass man sich über die Frage, was ist Erfolgsmessung, auseinandersetzen muss. Und da sind wir in der Bibliothek auch gefordert, das gemeinsam mit der Wissenschaft zu tun. Ich maße mir überhaupt nicht an, zu sagen, das ist ein Erfolgsindikator. Wir können aus einer bibliotheksfachlichen Perspektive unsere Dinge einbringen. Wenn wir über Linked Open Data sprechen, dann kann ich sagen, ja, wenn die Objekte gut verlinkt sind und in einer internationalen Wissensnetzwerk gut auffindbar, dann ist das für aus einer bibliotheksfachlichen Sicht ein Mehrwert. Ob das dann auch aus einer fachwissenschaftlichen Perspektive ein Mehrwert ist, das gilt es gemeinsam herauszufinden. Also wir müssen im dialogischen Prozess diese Dinge besprechen. Das ist klar und es gibt da keine Deutungshoheit jetzt der Infrastrukturbetreiber zu sagen, Klickzahlen sind alles. Natürlich nicht. Ja, also auch da sind wir beim Thema mehr miteinander kommunizieren und die einzelnen Akteure enger zusammenzuhalten. Ich schaue nochmal in die Runde. Gibt es noch eine Frage, eine Anmerkung? Schaue ich nochmal in diese Runde. Haben wir was Wichtiges vergessen? Gibt es was, was wir unbedingt noch mit über den Äther schicken, bevor wir uns hier verabschieden? Dann würde ich einfach sagen, vielen Dank. Es sind viele positive und auch, also es liegt ein leichter Optimismus im Raum. Also Marcel, es ist noch nicht alles verloren. Das scheint bestätigt zu sein von den Podiumsgästen. Aber die To-Do-Liste ist lang. Deswegen würde ich gerne damit schließen, uns allen viel Kraft und Energie zu wünschen, dass wir diese Sachen auch umsetzen können. Und wir haben gelernt, es ist besser, wenn wir das zusammen machen, wenn die verschiedenen Akteure auch tatsächlich miteinander reden und wenn wir nicht immer nur Konzepte machen, sondern auch Dinge tatsächlich in die Umsetzung bringen. Ich glaube, das ist ein ganz gute Zusammenfassung und ein ganz schönes Abschiedswort für diesen Abend hier. Vielen Dank nochmal an die Veranstalter. Wollt ihr noch ein letztes Wort sprechen? Dann, ja, vielen Dank und schönen Abend noch.